1000 Gold. Ich glaube, wir haben ein Problem. 1000 Gold. Holy. Was wünscht ihr? Ah. Was? Ihr wisst gar nicht, welch aufwendige Arbeit der Heilprozess ist. Meine mentalen Fähigkeiten wurden bei jedem Heilprozess stark in Mitleidenschaft gezogen. Das bedeutet minutenlange Kopfschmerzen. Ich werde die Preise deshalb höchstens erhöhen. Wenn ihr noch länger darauf herumreitet, werde ich gleich damit anfangen. Ihr solltet uns wirklich heilen, sonst... Sonst was? Kommt mir jetzt nicht mit der Mitleidsmasche. Heilung kostet Gold, basta. Na und? Dann fliege ich eben woanders hin. Schwerverletzte Idioten, die meine Hilfe unbedingt benötigen, kann ich überall finden. Und was sagt die dazu? Holy? Der Held kann mir gestohlen bleiben. Er hat mich vor einem Jahr versetzt, als wir verabredet waren. Er ist nie erschienen. Angeblich hatte er keine Zeit, musste die Welt retten, bla bla bla. Danach hat er immer wieder unser Rendezvous verschoben. Also erzählt mir nichts von diesem dämlichen Halbgott. Ihr habt Humor. Das muss man euch lassen. Sehe ich so aus, als würde ich mit einem depressiven Gothic-Kerl ausgehen wollen? Außerdem seid ihr mir zu jung. Ich brauche schon einen richtigen Mann. Okay, das hat gesessen. Jetzt bin ich deprimiert. Und ich dachte, ihr seid die ganze Zeit deprimiert. Was war das denn? Ich könnte ja jetzt mal mit Holy arbeiten. Er soll angekrochen kommen und auf Knien betteln, wenn er noch einmal eine Chance haben will. Okay. Dann richte ich das wohl mal aus. Schön Manga-Style. Naja, wie soll man es nicht ernst nehmen? Den kann ich nicht sehen. Rasselmensch? Das wird ja doch fliegen. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir schon die Möglichkeit. Ah! Großer Held! Ich kenne einen Witz, der jedem gefällt! Station Wish ist ganz begeistert von meiner Genialität! Sie wollen mich hier festhalten, damit sie immer die besten Witze von mir hören können! Wieso entsteht bei mir nur ein gewisses Misstrauen in der Aussage? Riskiert ihr es? Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, aber ich lache nicht so oft. Mann zum Bäcker! Ich hätte gerne 30 Brötchen! Bäcker, nehmen Sie doch 40, dann platzt die Tüte! Das ist ja ein gewisser... Wollt ihr noch einen hören? Let's play. Nein, ich gehe nun besser mal Glory retten. Also der Witz war jetzt wirklich flach. Und damit ist die nächste Aufnahme auch schon wieder zu Ende. Ich muss ins Bett. So, da sind wir wieder bei Grotesque Tactics neben der kaputten Frau. Ja, ist das so eine... Großer Held! Ich kenne einen Witz, der jedem gefällt! Ich weiß nicht, übrigens, warum der Stefan... Wie heißt er? Also, wir machen jetzt mal was, macht ihr da? Station Wish ist ganz begeistert von meiner Genialität! Sie wollen mich hier festhalten! Wieso entsteht... Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, aber... Mann zum Bäcker! Ich hätte gern... Nein, ich... Wie heißt er denn? Der Stefan Lackmann, das war der Gewinner des Gewinnspiels. Aus dem Grund hängt er da jetzt im Hangar. Da gewinnt. Ich ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe, aber ich glaube nicht so ziemlich. Holy Avatar. Davon überzeugen.
Ihr schaut seine halbgöttliche Wenigkeit so fragend an. Ja, wir haben ein Problem mit der Heilung von Partymitgliedern. Geht es um Cynthia? Sie hat unverschämt hohe Preise und ich habe versucht, sie zu überzeugen, uns einen Rabatt zu geben. Daraufhin hat sie mir erzählt, dass sie vor längerer Zeit versetzt hat. Ja, seine halbgöttliche Wenigkeit musste an diesem Tag einen wichtigen Endgegner besiegen. Da blieb leider keine Zeit für ein Rendezvous. Nun sollt ihr auf Knien bei Cynthia um ihre Gunst betteln. Seine halbgöttliche Wenigkeit versteht. Auf Knien zu betteln wäre jedoch fatal für das heroische Image des Holy Avatars. Unabhängig davon erlaubt die schwere Plattenrüstung nur eine sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Drake, lasst euch was einfallen. Sagt ihr, Holy Avatar wird ein ganz besonderes Geschenk für sie finden und ein Rendezvous folgt, sobald die Dark Church besiegt wurde. Na gut, dann gehe ich mal wieder. Ob sie das so glauben? Willkommen, Soldat! Ich bin East, der Schmied hier in Station Wish. Ihr wollt den Viechern und der Sekte kräftig in den Hintern treten? Dann kauft meine Waffen und Rüstungen, Soldat! Ich biete für jede Klasse etwas an. Greift nur zu! Habt ihr vielleicht eine Idee, wie der Fünfte Party? Ich habe schon von Holy Avatar vernommen, dass er eine schlagkräftige Truppe aufbauen will. Das ist jetzt auch dringend nötig. Aber die meisten hier sind verletzt und ich muss Stellung beziehen. Wenn die Sekte die Station angreift, müssen wir bereit sein. Wenigstens so halbwegs. Allerdings vermisse ich meinen Zwillingsbruder West. Es könnte sein, dass er in Schwierigkeiten steckt. Naja, eigentlich steckt er immer in Schwierigkeiten. Er war schon immer das schwarze Schaf in der Familie, wenn ihr versteht, was ich meine. Er könnte euch sicherlich helfen, wenn ihr ihn findet, Soldat. Er ist ein guter Krieger, nur manchmal etwas jähzornig. West befindet sich höchstwahrscheinlich in Westwind. Das hätte ich mir wohl denken können. Wenn er zu stark verwundet wird, macht ihn das rasend. Es ist also dann durchaus mal möglich, dass er auch die eigene Gruppe angreift. Die eigene Party? Ja. Okay. Hey, wenn er je zornig wird, dann haltet einfach ein wenig Abstand. Das haben meine Eltern damals auch immer gemacht. Aber im Grunde hat er ein gutes Herz. Hier kenne ich. Ihr habt wohl nicht zugehört, Soldat. West ist mein Zwillingsbruder. Gut, dann sollte ich ihn tatsächlich erkennen können. Viel Glück, Soldat. Ihr werdet es brauchen. Willkommen, Soldat. Zeigt mir eure Ware. Langschild. Ja, das würde alles unser Gold kosten. Nicht so toll. Was wünscht ihr? Ja? Was habt ihr zu sagen? Er wird euch bei der nächsten Reise ein halbgöttliches Geschenk mitbringen und das Rendezvous nachholen, wenn die Dark Church besiegt wurde. Was für ein Geschenk. Ha.
sehr teures. Ich glaube, machen wir es mal. Oh, natürlich. Ich glaube kein Wort. Ich hasse Überraschungen. Okay, das war also auch falsch. Ein sehr teurer von Victor Jesus Geschenk. Ich muss mir mal angewöhnen, hier vorzulesen. Ich hatte auch gewöhnt, nur ein Kopf zu lesen. So? Wie teuer? Sehr, sehr teuer. Das ist mir nicht genug. So teuer, dass ich nur eine ganze Horde Chupa Chups kaufen könnte. Das ist mir nicht genug. Oh, ich möchte ein goldenes Schloss mit ganz vielen Dienern. Kein Problem. Na gut, dann sei ihm verziehen und ich werde euch ein Angebot für die Heilung machen. Wenn er mir noch ein persönliches Geschenk macht. Ich möchte nicht so lange warten, bis er von seinen Reisen wiederkommt. Ein persönliches Andenken muss er mir jetzt schenken. Okay, ich werde es ihm ausrichten. Immer diese nervigen Botengänge. Habt ihr etwas zu kritisieren? Ihr könnt gerne eure Freunde mit einer Schaufel begraben, wenn euch das lieber ist. Nein, nein, schon gut. So. Ich bin jetzt die Heilung zu schließen. Also wieder mal Botengänge, sind wir ja auf diversen Rollenspielen gut. Ihr schaut seine halbgöttliche Wenigkeit immer noch so fragend an. Ja, wir haben immer noch ein Problem mit der Heilung von Partymitgliedern. Was will Cynthia denn noch? Sie freut sich nun auf ein luxuriöses Geschenk. Doch solange sie es nicht bekommt, möchte sie noch ein persönliches Andenken von euch haben. Frauen, lasst seine halbgöttliche Wenigkeit nachdenken. Ja? Was kommt euch in den Sinn? Geliebter Holy Avatar, wolltet ihr nicht um diese Uhrzeit eure Massage haben? Gleich, Mandy, gleich. Denkt euch wieder etwas aus, Drake. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat einfach keine Zeit für solch belanglose Probleme. Verdammt, dann muss ich sie irgendwie überlisten. Also, ich hab da schon eine Idee. Wir haben doch das für F1. Okay, wir haben da noch die... Gott sei Dank könnte ich mal alles hier nicht. Also, Drake und ich. Holy Avatar, ah. Leere Pfandfiole halte ich zum ersten Mal auf. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit denen noch was machen konnte. Aber meine Idee basiert auf dieses Gemälde. Vielleicht. Was wünscht ihr? Hier habt ihr das persönliche Andenken von Holy Avatar. Oh, ich bin überrascht. Ein wunderschönes Gemälde. Die Rüstung steht ihm wirklich. Also gut, da ihr euch so viel Mühe gemacht habt, um mich milde zu stimmen, werde ich euch ein Angebot für die Heilung von frisch verstorbenen Partymitgliedern machen. Okay, wie viel kostet das jetzt? Ich möchte Partymitglieder heilen. Ein Mitglied eurer Party ist schwer verletzt. Das macht 20 Gold. Oh. Und jetzt Schwert ab. Schön, und da hängt die Aufnahme wieder. Das ist ja schlimm. Ich muss da mal schauen. Ich werde da mal nachfragen. Was das... Ich habe immer auf die Befürchtung, dass es an meiner alten Festplatte liegt. Aber okay. Dann haben wir hier alles, oder? Auf der Suche nach Westen. Potenzieller Neuzugang befindet sich in Westen. Westen ist ein bulliger Krieger, den die Party gut gebrauchen könnte. Materis benötigt drei Moskitostacheln. Die Moskitostacheln sind immer hinter. Vor den Avatar werden die offene Gabe gegeben, Ausschau nach genügend Quests für die Neuzugang zu suchen. Gleich drei Quests soll Drake bei der Bevölkerung der Station. Drei, wir haben nur noch zwei.